Ja. Genau. Können wir ihn auch gleich mitnehmen? Ja. Hey Bro, habt ihr noch jemanden? Da gibt ein Kommando bei euch. Kopfende gibt Kommando, ne? Ja, ich war nicht Kopfende. Aber er hat gesagt hoch. Achso. Los. Dann hab ich das gehört. Gut. Also zum Zelt, ne? Eigentlich müssten sie ja andersrum. Dann müsst ihr hier oben durch die Dekonstrecke raus. Ja, okay. Also da oben raus. Ja, dann könnt ihr euch schreiben. Ich denke, sie haben eine Aufnahme bereit. Wir sind ja irgendwo. Aber jetzt wieder bei Bewusstsein, ne? Okay? Ja, aber wir müssen euch auch mit durchgehen, messen lassen und bei der Feuerwehr melden. Ja. Alles zur Feuerwehr. Einsatzleitung, Sanitätsleiter, Abschnittsleiter. Vor allem mal kurz, das kostet. Wir setzen sie noch mal ab und tragen sie mal andersrum, wie es richtig ist. Das kostet ja nichts. Machen wir noch mal runter. So, und dann so rum. Ich dachte immer so, dass er nicht rückwärts ist, der Patient. Sie läuft doch nicht rückwärts. Aber rückwärts. Ja, gut, Entschuldigung, machen wir einfach so weiter. Ist jetzt egal. Ja, okay. Ja. Also Sie können ohne Probleme dekontaminiert werden. Ja, Aussage, Doktor. Bleib einfach mal so liegen, okay? Wie weit ist der Behandlungsplatz weg? Müssen wir mit Fahrzeugen fahren oder können denn Feuerwehrleute die Patienten dorthin tragen? Ja, es ist ja doch ein ganz schönes Stück. Ich denke schon, dass wir ein bisschen fahren. Hast du zwei KDWs jetzt vom Rotkreuz zur Verfügung und die 85-30 von uns, oder? Sind Besatzungen gerade im Weg zur Feuerwehr, zum Messen, ob sie kontaminiert sind? Sie werden dekontaminiert, dann können Sie Fahrzeuge besetzen. Ja, verstanden, da ist Dame dabei, ne, mit 35. Ja, habe ich Ihnen gesagt, dass Sie dann nach der Dekontaminierung auf die Autos gehen sollen und sich bei euch melden sollen. Ja, verstanden. Also sie ist nicht kontaminiert und es besteht keine Gefahr. Und bei euch? Haben sie gesagt. Bei uns anscheinend auch nicht, weil wir haben uns ja nur um sie gekümmert. Die Handschuhe aus? Nee, das war das. Machst du hier links rein, in den linken Eingang? Ja, linker. Ja? Ja. Dann laufst du durch, machst du hinten wieder raus. Aber mach schön langsam, hier stolpert er vor. Hm, okay. Hey. Viel Spaß. Ach, ja, mal. Nein, nichts. Das ist alles? Sie haben mir auch schon mitgegeben. Einsatz. Nein, das ist ein Verletzungsablage. Verletzung. Also auf alle Fälle Zelt 1. Das können wir schon hier reinbuchen. Und Name, Vorname, nichts bekannt? Nein. Kannst du mir sagen, wie du heißt? Einsatz, Sanitätsführer. Die Nadine und noch? Aktuell noch eine Trage, wir könnten Kutroff? Aus der Nadine Krutroff. Krutroff. Nadine Rutroff. Krutroff. Ja. Ich Alter, auch noch, oder? Ja. Wie alt bist denn du?
14. Abschlussleiter bei Zinderblau, wieder hinter deinem Identität, Kevin. Ja, hört okay. Ja, wir machen jetzt Low and Go. Die Fahrzeuge stehen bereit. Okay. Und wir sind halt dann durch die Konten dann eingeladen, dass der Behandlungsplatz ist Ausnahmefähig. Okay. Sobald der Notarzt verfügbar ist, Fertig. Dann Richtung Behandlungsplatz. Ja, dauert etwa noch 10 Minuten. Die letzten Patienten gehen jetzt Richtung Dekonstrecke und dann wäre hier beendet. Gut. Ja, verstanden, Norwegen, dann dass wir hier nochmal einteilen können. Verdacht auf Wirbelsäulentrauma, war kurzzeitig bewusstlos gewesen, ist jetzt aber wieder bei Bewusstsein. Okay, dann kommen wir auf die Frage, der Feuerwehr kommen. Okay. Ja, Kevin, Kopf nach da. Okay. So, raus. Ja, hör. Würdest du und dein großer Big Boss dann bitte als letztes zum Dekon gehen, damit wir wissen, wann wir fertig sind, beziehungsweise der Platz V-Holz? Richtig. Kurze Frage. Hier geht das Ding nicht ganz rum, aber lass mal einfach so. Die einen Toten aus dem Bus bergen. Oh, die schreien mich hier an, das ist uniform. Und ein Toter noch neben dem Bus. Das passiert in der Technik, und das zweite, das passiert in der Technik, weil die alles für unseren Auto ist. Ja, den können wir jetzt nicht umlaufen. Ja. Jetzt gibt es die Variante, dass ihr euch von ihm eine neue. Da müsst ihr euch halt von ihm das Bein und eine Droge geben lassen. Und das müsst ihr am Ausgang registrieren lassen, wieder. Dass ihr es mitgenommen habt. Gut. Zugang und ähnliches ist hier noch nicht gemacht. Nein, ne? Nein. Das sind Katzschützler. Ja, nee, ich hab gedacht, der RDW oder so, die haben schon was gemacht. Okay. Okay. Notarzt hat sich auch kurz um sie gekümmert. Okay? Okay. Also, da kann die Kranen hier, kannst du hier schon mitnehmen. Ja. Und Spinebob ist auch noch. Ja, ja. Also euer Fahrzeug darf raus. Dann eure Kräfte, die den Verletzten mit der Rollkrade holen sollen können, dürfen können rein. Und die Toten lassen wir bitte drinnen, bis die Spezialfirma kommt, die aufräumen. Du müsstest es sehen. So, und die Spinne. Das ist der Grüne. Auf jeden Fall, du wissen das. Oh, los, nee. Das ist jetzt die Hände dafür. Das ist ja noch mal. Nee, ich hab noch eine Spinne. Kommst du hier selbst, brauchen wir das? Nee. Ja, nee, Tür. Wird schon gehen. Normalerweise eine Tür haben. Das ist ja auch eine Tür. Das habe ich auch. Ja. Das ist, mach einfach. Ja. Ja. Von welchem Auto? Ich habe jetzt von dem Auto genommen, ne? Ja, von der Johanniter. Das ist nochmal die 1. Ja. Wir haben auch noch drüber. Wir sollen hier am Ausgang registrieren, dass wir eine Trage und eine Speinbrot haben. Von dem GW. Ich kann einen draufschreiben. Was machen wir? Eine Trage und ein Spineboard mit voller Ausrüstung. Mit Kopfstütze und Spinne. Und von wo habt ihr das? Vom GW San, von der Johanniter. Spineboard komplett. Beides Johanniter. Ja. Und wo geht es hin? Na, wir sollen es mitnehmen wieder aufs Auto, dass wir wieder volle Ausrüstung haben. Auf die 12. Aber jetzt müssen wir aber erstmal bei Abflug. Euch im Zelt. Wir haben es bei einmal gegeben. Kannst du noch mal hier das Gefühl nehmen? Ja. So, hab ich. Guten Tag. Hallo. Wo kommst du denn her? Ja, ja, ja. Guten Tag. Wir hatten schon. Ja. So, müssen wir jetzt wieder durch die Kontamination machen? Nee, nee, wir kommen ja von außen, ich denke nicht. Gott, das wäre ja unlogisch. Ich auch.
Wir melden uns jetzt halt erstmal wieder bei dem Notarzt und fragen, ob es noch was zu tun gibt. Ich denke mal noch ein bisschen tragen, aber sonst dürfte es nichts mehr groß sein. Sind ja schon alle versorgt. Ja. Hallo? Ja. Einsatzleitung Sanität. Wir haben schon seine Verletzerplatte. Hört? Ja, für euch nochmal so der Doktor und ich gehen als nächstes durch die Dekonstrecke. Die 3 nach 3 wäre dann auch mit Fahrzeug wieder verfügbar, nachdem die Dekonstrecke mehr sind. Ja, bestätigen Sie sich auch bitte an das Material, denken Sie, dass das Dekonstrecke ist. Ja, ist alles in Arbeit. Okay, 83.30 soll dann bitte selbstständig die Behandlungsplatz buchen. Könnt ihr dann den Patienten mitnehmen? Alles klar.